durch die ich meine Welt jetzt wohin, in diesem Part jetzt noch, dass es einigermaßen für euch passt. Und dann sage ich, für Staffel 2 und für das Minecraft Let's Play, auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann in einem Jahr wieder. Macht's gut, Leute. Euer YoungKLP. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Minecraft. Ja, lange ist es her, seitdem wir den letzten Part gemacht haben. Es ist ungefähr 9 Jahre her, 2013 war der letzte Part. Und seitdem hat sich einiges verändert. Seit dem letzten Part habe ich meine mittlere Reife nachgemacht, habe meine Ausbildung gemacht und jetzt wohne ich mit meiner Verlobten zusammen. Und ja, genau, das war es zum Privaten her. Und Minecraft hat sich auch verändert in dieser Zeit. Mittlerweile gibt es die Version 1.18. Und ja, gerade mit dem letzten Update kam ein Feature hinzu, was mich echt ermutigt hat, wieder ein Let's Play zu machen. Und zwar wurden die Höhlen und die ganzen Maps wurden verändert. Ja, also die ganzen Biome sehen jetzt viel schöner aus. Und ich weiß schon, welchen Spielmodus wir spielen werden. Ich sehe nicht viele Let's Plays, auf die diesen Spielmodus spielen. Und zwar, ich habe hier schon ein paar Sachen hier vorbereitet. Also das sind so kleine Tests von mir. Wir spielen mit einem... Ja, erstmal mache ich hier die Schwierigkeitsgrad... einfach rein. Spielmodus überleben. Cheats lassen, nehmen wir mal rein, falls ich da irgendwas nachmachen muss. Keine Ahnung. Ich muss sie ja eh nicht benutzen, zwingend. So, und jetzt kommen wir zum Ding, was wir eigentlich haben wollen. Viele Let's Player spielen für gewöhnlich den Welttyp Standard. So, das haben wir auch bei uns in der letzten 2 Staffeln, sag ich jetzt mal, gemacht. Dieses Mal spielen wir mit dem Welttyp Zerklüftet. Und ich habe mir die Welten in Zerklüftet schon angeschaut. Die sehen Bombe aus. Ja, also richtig realistisch. Und ja, genau. Also da zu spielen, da freue ich mich schon richtig mit diesem Modus. Und das wird cool. Startwert für den Weltengenerator. Was geben wir denn ein? Let's Play aus 2022. Von Janka, von Emperor Janka. Jeder Buchstabe, den ich hier gerade eingegeben habe, der beeinflusst quasi jetzt die Karte, wie sie jetzt entsteht. Bonustruhe nehmen wir mal rein, falls wir das brauchen. Genau, dann sind wir hier fertig. Überleben, Cheats sind an, Spielregeln. Was für Spielregeln gibt's denn da? Fallschaden, Schlafquote, Überfälle deaktivieren. Ja, ich glaube, das können wir alles. Das können wir alles so lassen, wie es ist. Genau, dann lassen wir es so. Name der Welt: Let's Play 2022. Und dann fängt alles wieder an. Wie gesagt, ich habe ja, glaube ich, schon in einem Infovideo gesagt, ich kann leider meine letzte Welt nicht mehr auftreiben, weil ich hatte die auf dem Server meiner Eltern gespeichert und ich bin während diesen Jahren, wo ich das Let's Play nicht mehr gemacht habe, bin ich umgezogen und da ging halt der Spielstand auch verloren, den ich auf dem Server meiner Eltern hatte, weil die meine Daten alle gelöscht haben, nachdem ich ausgezogen bin. Und jetzt geht's los. Eine neue Welt erwartet uns. Auf geht's.
So, zerklüftet braucht ein bisschen, bis die Welt geladen ist. Ah, ich freue mich schon, auf welchem Biom werden wir landen? Wird es Eis sein? Wird es Meer sein? Ich würde mich freuen, wenn es ein Dschungel wäre. Dschungel ist mein Lieblingsbiom. Ja, Dschungel wäre echt geil. So, folgende. Also, ich habe noch Folgendes zu sagen. Also, wir spielen Minecraft genauso wie beim letzten Mal. Wir machen zwei Bauarten. Die eine ist Abenteuer, der andere ist. Also, zwei. Wir haben zwei Phasen, sag ich jetzt mal. Die erste Phase ist. Moment, bevor ich jetzt hier. Die erste Phase ist Baumodus. Im Baumodus schalten wir auf Peaceful und ja, bauen uns in Ruhe auf. Der zweite Modus ist der Abenteuermodus. Im Abenteuermodus schalten wir auf einfach und erkunden und sammeln Rohstoffe. Genau. Und wir sind hier bei einem Eisbiom. Mitten. Alter Schwede. Ah, wir sind hier auf dem Berg, kann das sein? Ja, wir sind hier mitten auf dem Berg gelandet. Mitten auf den Alpen. Na super. Ich komme zwar aus Bayern, ich komme zwar aus Bayern, aber ich konnte es nicht ausstehen, dieses ganze Eisgebusch. Also aktuell haben wir den Modus, dass wir auf Abenteuersuche gehen. Das heißt, ich lasse es jetzt so auf Peaceful. Auf einfach. So, jetzt müssen wir irgendwie von diesem Berg herunter. Mein Gott, das ist total blöd, dass wir hier jetzt auf dem Berg gelandet sind. So mitten in den Alpen. Alter, seht euch mal die Landschaft an. Das sieht ja richtig geil aus. Boah. Ich glaube, wir sind hier im Himalaya-Gebirge gelandet. Hier unten ist Grünland. Also nicht Grönland, sondern Grünland mit Ü geschrieben, ja. Alter Schwede, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und die klassische Minecraft-Musik, wie man kennt. Ja, lassen wir erstmal die Welt sich aufbauen, bevor wir hier anfangen. Also, wir brauchen auf jeden Fall Standard-Repertoire wie Holz und so weiter. Was sind das für. Ach, das ist Eis. Okay, und hier ist dann Erde, oder was ist das? Das ist Stein. Okay, also hier gibt es absolut nichts. Hier können wir auf Dauer nicht überleben. Das heißt, wir müssen hier irgendwie den Berg herunter. Und ja, ist ja blöd, wenn wir sterben, weil dann landen wir immer wieder auf dem Berg. Das ist nicht so geil. Naja, es hilft nichts. Wir müssen hier runter. Irgendwie ohne alles. Das ist super. Aua. Ja, das fängt jetzt schon mal gut an. Ah ja, und hier ist unsere Bonustruhe. Die steht aber auch super. Hier mitten am Abhang. Stock, Holz, Axt, Ohr, Lachs, Holzbretter. Die Truhe nehmen wir auch noch mit. Okay, ja, gut, hier ist ein kleiner Treppenpfad. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Tal. Aber wir brauchen nach wie vor. Wir haben zwar warte, wir haben eine Spitzhacke, das hilft uns vielleicht. Vielleicht können wir uns irgendwie in den Berg hier hereinhauen. Was ist denn da oben? Ist das ein Schaf? Oder eine Ziege? Eine Bergziege wahrscheinlich. Interessant. Gut, dann gehen wir halt nach oben. Und sammeln da oben ein bisschen Stein. Wir haben ja jetzt hier eine Spitzhacke. Und Stöcke haben wir auch. Das heißt, wir könnten uns theoretisch schon hier mit den nötigen Rohstoffen hier. Ja. Ein bisschen verharren, sage ich jetzt mal. Und jetzt springt da ein Creeper runter. Das wär's jetzt.
Oh Gott, ich werde mich so freuen hier. Wir werden sehr viel bergsteigen in diesem Let's Play, wenn wir hier auf diesen Berg hier starten. Aber das ist auch mal was anderes. Ja, das ist mal eine Herausforderung, ja, wenn man sich die ganzen Standard-Let's Plays anschaut. Ja, die starten meistens in einem Graslandbiom und fangen an, gleich Holz zu klappen. Aber wir machen es jetzt anders. Wir sind jetzt hier auf dem Berg und müssen hier irgendwie schauen, was wir damit machen. Also ich werde mich hier direkt, hier ist ja unser Spawnpunkt, hier werde ich mich einfach mal aufbauen. So. Und dann schauen wir nach, was wir hier machen. Also wir müssen jetzt irgendwas mit dem Berg hier machen, wo wir jetzt gerade sind. So. Ich würde sagen, zuerst tue ich hier das ganze Schnee hier weghauen und das ganze Eisgedöns. Damit wir hier an die Steine herankommen. Und ja, das Gute ist auch in dem Berg, dass die NPCs, die ganzen feindlichen Mobs, haben es schwieriger, uns anzugreifen. Ja, wenn wir irgendwie auf dem Berg sind und so, ne, dann kommen die natürlich kaum nach oben oder nicht so einfach nach oben. Also ist es in gewisser Weise auch ein Vorteil. Der Nachteil ist jedoch, dass, ja, wir Probleme haben mit Lebensmitteln und hier ist Wasser. Okay. Aber das Wasser, das kriegen wir ganz einfach weg, indem wir hier was dahinstellen. So, gibt es eigentlich auf dem Bergen irgendwelche NPCs, die Special NPCs so oder so? Weiß nicht, so Grizzlybären oder so. Also ich weiß, dass es Eisbären gibt, aber ich glaube, die spawnen nur im Nordpol, aber auf dem hohen Berg, glaube ich, jetzt wäre weniger. Ach so, wir müssen auch noch aufpassen wegen der Baugrenze, ne? Es gibt ja so eine Bauhöhe. Also es kann sein, dass wir das Baulimit jetzt hier erreichen, wenn wir jetzt hier versuchen, unser Haus aufzubauen. Nicht, dass wir dann eingeschränkt sind mit dem Bauen, ne? Dann müssen wir vielleicht in die Tiefe graben und eher vermeiden, nach oben zu gehen, sondern mehr nach unten müssen wir dann. So, jetzt haben wir hier schon mal dieses erste Stein, das hilft uns dann weiter. Damit können wir ja dann Steinwerkzeuge herstellen. Das Problem ist halt, wir haben kein Holz gerade. Da müssen wir irgendwann mal anfangen, Bäume zu pflanzen. Ich weiß nicht, ob man auch auf Gebirge Bäume pflanzen kann. Also, ne, weil die wachsen ja aber einer bestimmten Grenze nicht mehr. Ne? Baumgrenze und so, kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Na, ab einer bestimmten Grenze fangen Bäume nicht mehr an zu wachsen. Also in echt jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch hier in Minecraft. Warte, wir haben ein kleines Problem. Ich krieg keinen Werktisch her. Ich kann keinen Werktisch herstellen, weil ich kein Holz habe. Und ja. Okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie nach Nahrung suchen. Nach Nahrung meine ich. Ich meine nach Holz. Okay, dann nehme ich die Sachen mit und haue hier ab. Ja, vielleicht können wir hier später noch mit zurückgehen, wenn wir irgendwann mal sterben sollten. Aber wir müssen auf jeden Fall runter ins Tal rein, damit wir wenigstens Holz kriegen. Weil so. Wir brauchen auf jeden Fall einen Werktisch. So, jetzt schauen wir mal. Eine Ziege. Hey Ziege, was geht? Mäh. Oh, ah. Wahrscheinlich werde ich dann gleich sterben, wenn ich im Tal bin. Ah, das sind schon die ersten Bäume. Ist gar nicht so weit weg. Okay, vielleicht können wir ja doch hier sein. Oder ich glaube, ich gehe ein bisschen tiefer und baue dann dort mein Haus auf. Vielleicht hier. Bei diesen Nadelbäumen. Seht euch das an. Einfach herrlich. Ah. Sieht einfach geil aus. Man kann es nicht anders sagen. So, hier sind auf jeden Fall die ersten Bäume. Hier ist die Baumgrenze, kann man sagen. Ja, und ich glaube, ich baue hier. Ja, ich baue hier mein Ding auf mein Camp.
So, wir müssen auch aufpassen. Langsam geht die Sonne unter und ihr wisst ja alle, was passiert, wenn die Sonne untergeht. So, halt. Okay, ich würde sagen, ich aktiviere jetzt den Baumodus. Wir haben jetzt Baumodus. Jetzt schalte ich auf Peaceful. So wird das Let's Play ablaufen. Immer wenn ich sage Baumodus, dann bauen wir und erkunden nicht. Und wenn ich sage Erkundungsmodus, dann erkunden wir. Ich glaube, ich muss das auch noch erweitern mit den Regeln. Das blende ich irgendwann mal so ein. Also vielleicht mache ich auch ein Infovideo, wie ich das genau spielen will. Vielleicht erweitern wir die Regeln, aber auf jeden Fall haben wir jetzt in diesem Let's Play zwei Modi. Der eine Modus ist der Baumodus, der andere Modus ist der, ja, der Kampfmodus, sag ich jetzt mal. Und ja, im Baumodus, da bauen wir, da konzentrieren wir uns komplett aufs Bauen und im Erkundungsmodus, da erkunden wir. Und vielleicht baue ich noch andere Modus ein in diesem Let's Play, keine Ahnung. Oder ich setze irgendwelche Regeln, dass wir nicht die ganze Zeit im Baumodus sein dürfen, sondern dass, ja, dass es da ein Zeitlimit gibt, ja. Dass wir das ein bisschen ein, dass wir das ein bisschen, ja, dass wir da ein bisschen das regeln. Weil ständig nur im Baumodus sein ist ja auch blöd, ne? Und ich mache jetzt erstmal eine Regel. Ich bin jetzt einmal für, ja, das ist der erste Part, da muss man sich echt aufbauen. Ich bin jetzt den ganzen Part jetzt im, naja, den ganzen Part kann ich nicht im Baumodus sein. Machen wir es so, ich bin einen Tag lang im Baumodus, den anderen Tag bin ich im Kampfmodus. Das heißt, wenn es das nächste Mal die Sonne untergeht, setze ich den Kampfmodus ein. Das heißt, wir haben jetzt einen Tag Zeit, um uns aufzubauen. Danach wechsle ich zum Erkundungsmodus. Genau. Genauso mache ich das. Also, wir machen das immer tagsweise her. Ich glaube, das ist eine gute Abwechslung, genau. Also wenn wieder die Sonne untergeht beim nächsten Mal, dann wird gekämpft. Ja, das ist ein guter Kompromiss. Machen wir das so. Weil jetzt kann ich eh nicht kämpfen. Ja, ich bin jetzt hier komplett nackig. Ich habe hier gar nichts. Den ersten Tag war ich nur damit beschäftigt, hier zu schauen, was gibt's hier eigentlich, ja. So, also ich versuche jetzt hier erstmal das ganze Holz hier mitzunehmen. So, wir haben jetzt hier ein paar Äxte bei uns. Ja, und ich würde sagen, ich baue hier dann mein Haus auf. Oh, da hinten. Was ist da hinten? Irgendwas Rotes. Ist es Lava? Da scheint irgendwie Licht da hinten. Ach, schön. Ah, oh, ich habe das vermisst, die Atmosphäre in Minecraft. By the way, ich spiele jetzt hier übrigens nicht mit Musik, weil, ja, in den letzten Videos habe ich mit Musik gespielt. Das wird in diesem Part, also in dieser Session, nicht der Fall sein. Ich werde hier mit dem spielen, was da ist, weil manche Videos von mir musste ich leider von YouTube runternehmen, weil da eben Musik drin war, die urheberrechtlich irgendwie beansprucht war. Und bevor ich das jetzt wieder mache, den Fehler und wieder riskiere, dass irgendwelche Videos gesperrt werden oder irgendwelche eine Copyright-Claim haben, da spiele ich dann lieber ohne Musik. Ist, glaube ich, auch ganz stimmungsvoll. Dann kann ich ein bisschen mehr erzählen und über Sachen reden, ohne dass da irgendwie im Hintergrund irgendwas Doofes läuft, ja. Und dann das irgendwie die ganze Stimmung wegnimmt. Aber manchmal ist es auch ganz nett, einfach mal nichts zu hören. Manchmal ist das Spiel, der Sounds des Spiels einfach auch die schönere Musik. Das sieht echt schön aus. Alter Schwede, ich hab das so vermisst. Ich hätte schon viel früher wieder Minecraft spielen müssen. Oh, das ist echt herrlich.
Das, ich habe jetzt gerade so eine Mischung aus Nostalgie und mein Gott, sieht die Map schön aus. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe des Let's Plays noch ändern. Da werde ich mir wahrscheinlich denken, oh mein Gott, ich habe keinen Bock mehr. Warum muss ich das jetzt noch weiterspielen? Also war es zumindest bei den letzten Parts, die ich da so gemacht habe, der Fall. Da hatte ich teilweise, hatte ich echt so, ja, eine Midlife-Crisis und habe mir gewünscht, mein Gott, wann endet dieses Let's Play? Und ja. Ich muss zugeben, das letzte Mal, als ich Minecraft Let's Played habe, da war ich in so einer Situation, da hatte ich die, ja, da hatte ich eine Abschlussprüfung vor mir und ich musste mich darauf konzentrieren, dass ich die Abschlussprüfung ordentlich mache und da habe ich das Minecraft Let's Play ein bisschen vernachlässigt, beziehungsweise ich wollte so schnell abschließen, wie es geht, damit ich mich quasi komplett aufs Lernen konzentrieren kann. Und ja, jetzt bin ich in einer Situation, da ja, bin ich auf Arbeitssuche. Und ja, da ist die höchste Anstrengung, die man hat, dass man einfach Bewerbungen schreibt. Und das ist ja eigentlich auch kein Hexenwerk. Ich schreibe da in jedem Tag ungefähr 5 Bewerbungen, je nachdem, was ich gerade finde. Und ja, dann war es das eigentlich auch. Mehr kann ich dann auch nicht machen. Ja. Dann habe ich auch meinen Soll erfüllt. Und irgendwann wird es eine Zeit geben, da bin ich wieder am Arbeiten, aber da kann ich das ja dann aber auch an einer Zeit machen, das Let's Play, wo, ja, wo ich halt Zeit habe. Am Wochenende zum Beispiel, ja. Genau. Und da habe ich auch keinen Stress, weil, ne, man muss ja nicht lernen in der Arbeit, sondern man muss halt nur seine Arbeit machen. Genau, und so ein Druck ist dann auch nicht so richtig da. Kommt halt ein bisschen drauf an, was ich dann mache, ne? Also aktuell bin ich gerade am Bewerben mit, ja, mit Bürotyp. So ein Typ, der im Büro sitzt, ne, und mit den Leuten telefoniert. Ich weiß nicht, aber wenn ich hier, aber das Problem, was ich halt habe in meinem Beruf, ist, dass dass dieser Beruf einfach sehr, sehr gefragt ist. Also es gibt wirklich sehr viele Leute, die haben irgendwie eine Stelle im Büro, ja, oder haben irgendwie eine Ausbildung im Büro gemacht. Und ja, da gibt es halt eine riesige Auswahl für die ganzen Firmen. Und auch der Be Bewerber, die Bewerberauswahl ist da meistens auch etwas größer. Und da unter den Top-Bewerbern zu kommen, ist dann meistens auch ziemlich schwierig. Also ich glaube nicht, dass ich dann auch auf Dauer im Büro sein werde. Vielleicht mache ich auch was anderes, keine Ahnung. Vielleicht irgendeinen Teilzeitjob kann ich mir auch vorstellen. Ja, ich brauche eigentlich nicht so viel Geld. Ich habe nicht so viel Ausgaben, so viel Privatausgaben. Also ich würde schon mit 1000 Euro netto eigentlich schon gut klarkommen im Monat. Mehr brauche ich auch nicht. Und da reicht eben auch ein Teilzeitjob auch aus, um das sich zu holen. Also um davon leben zu können. Ich bin ein recht bescheidener Mensch. Also ich baue jetzt nicht einen Porsche oder so in meiner Garage oder eine fette Villa mit irgendwelchen ja, Hausmädchen, die da irgendwie in meiner Haus, die da irgendwie putzen. Also sowas brauche ich einfach nicht. Ja, ich bin ein recht bescheidener Mensch und ich denke mir, wenn ich so viele Kosten habe, so viele hohe Ausgaben auf Dauer, das ist dann meistens auch eher Stress als ja. Als Wohlwollen. Das ist auch ein Grund, warum ich auch kein Auto habe. Ich habe zwar einen Führerschein, aber ich habe jetzt nicht vor, mir irgendwie ein Auto zuzulegen, weil eben die ganzen Nebenkosten und das ganze, ja, Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer, dann noch die Raten fürs Auto an sich. Also da fahre ich lieber mit der Straßenbahn. Ne, ist auch viel da bin ich auch viel umweltbewusster. Und wenn ich irgendwann wie mal was transportieren muss, dann frage ich halt jemanden. Man hat ja Freunde, man hat Bekannte. Und ja. Man hat Familie. Da muss man sich nicht noch ein Auto gönnen. Finde ich persönlich. So, dann machen wir hier. Okay, jetzt haben wir unsere Truhe. Jetzt baue ich hier erstmal noch eine Werkbank. So, und dann fangen wir an, unser Haus zu bauen. Jetzt ist bloß die Frage, wir müssten, wo baue ich das Haus hin? Ich hätte es gerne hier hingebaut, so auf die Schnelle. Das Problem ist allerdings, wenn wir es zu nah an den Berg hinbauen, dann besteht ein Risiko, dass da die NPCs hier
ja, aufs Dach kommen, sage ich jetzt mal. Und ey, die Sonne geht auf. Dass sie dann aufs Dach kommen und vielleicht sogar keine Ahnung was machen, ja, dass sie mir die ganze Zeit hier, während ich schlafe, hier auf dem Dach hier irgendwelchen Schabernack treiben, ja. Okay, dann baue ich jetzt einmal erstmal noch ein paar Werkzeuge. Wir haben ja zum Glück noch Stein gesammelt. Ach, ich kann eigentlich die Stärke benutzen, die ich da noch habe von meiner Bonustruhe. Dann bauen wir uns mal drei Schaufeln. Machen wir mal zwei und dann tun wir das Ganze ein bisschen terraformen. Och, seht euch das an. Das ist ja. Alter, da kann man so schöne Screenshots machen. Hier. Für das Thumbnail, falls ich wirklich solche Thumbnails mache. Oh, ich glaube, das mache ich echt. Ich glaube, ich mache zu jedem einzelnen Video ein Thumbnail. Einfach weil. Weil das eben so schön ist. Ich bin richtig verliebt gerade. In diese neue Version von Minecraft. And I will always love you. Oh Mann, das ist hier alles Schnee. 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 Ich hätte gerne Erde, aber nicht Schnee. Was will ich mit dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht mal einen Schneemann bauen, weil ich keinen Kürbis habe. Ich baue mir eine Schneemann-Armee. Ich vertreibe dann die ganzen feindlichen NPCs von meinem Gebiet. Alter, was will ich mit den ganzen Schneebällen? Ich brauche doch keine Schneebälle. Das ist doch. Ach, Mann. So. Wahnsinn. Jetzt haben wir ein paar Schneebälle. Ich könnte mir ein Iglu bauen. Genau zur Not, falls ich hier die Nacht nicht rechtzeitig fertig bin, baue ich mir ein Iglu. Oder ich könnte mir ein Haus aus Iglu bauen. Ich glaube, das mache ich. So, das ist Eis oder Schneeblock? Schneeblock. So, dann bauen wir uns mal ein Iglu. So auf die Schnelle, dass wir hier wenigstens was haben. So, hier. Okay, so. Iglu. Iglu, Iglu, Iglu. Wie funktioniert das denn? Ja, das wird eher ein Schneehaus als ein Iglu. so vielleicht? Nee, 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 das ist kein Iglu. Mensch, ich habe noch nie ein Iglu gesehen. In echt zumindest. Nur so aus TV-Serien oder so. Ich muss mal schauen, also. Ich muss mir mal ein paar Ideen holen, was man so machen kann in einem Schneebiom an Strukturen. Jetzt nehmen wir uns mal das ganze Schnee hier mit. Schneeschieberei hier. Schnee, Schnee, Schnee. Eine Geschichte aus Eis und Feuer. Ich habe Game of Thrones übrigens noch nie gesehen. Keine einzige Folge. Mann, bin ich ein Banause, ich weiß. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich interessiere mich schon sehr fürs Mittelalter, aber irgendwie, ich weiß nicht. Nachdem die ganzen Leute hier so viel, so einen Hype wegen Game of Thrones machen, da habe ich irgendwie keinen Bock, das anzuschauen, ja. Irgendwie weiß nicht. Wenn irgendwie Leute sagen, hey, schau dir das an, das ist voll geil, dann habe ich irgendwie noch weniger Lust, das anzuschauen. Das ist quasi so, ja. Ne, das ist so denke ich halt, ne? Also ich finde, wenn ich was anschauen will, dann muss ich selber drauf kommen, es anzuschauen, mich nicht von irgendwelchen Leuten überzeugen lassen, die meinen, hey, diese Serie ist gut, schau sie dir an. Weil ich hatte echt vor, mal Game of Thrones anzuschauen, aber nachdem ich gehört habe, wie gehypt es ist von den ganzen Leuten, da habe ich es einfach nicht angeschaut. Ich weiß nicht warum, aber so denke ich halt. Das ist quasi umgekehrte Psychologie, ja. Wie wenn du ein Kind sagst, hey, hör auf, damit, dann wird es nie aufhören, ja. Und wenn die Leute sagen, hey, schau das an, dann werde ich es nie anschauen.
Ich weiß nicht, ich lasse mich eben nicht gern überreden, Sachen anzuschauen. Ist bei mir ganz schwer. Allgemein so Serien schaue ich eher, also allgemein bin ich nicht so ein Seriengucker. Wenn ich mal eine Serie anschaue, dann wirklich, wenn ich Lust auf diese Serie habe, aber in der Regel schaue ich eigentlich fast nie Fernsehen oder irgendwie irgendwelche Serien. Und wenn ich irgendwelche Serien anschaue, dann meistens immer das Gleiche. Also ich bin da wirklich sehr, sehr langweilig, was es angeht. Auch Filme schaue ich kaum. Gut, die einzigen Filme, die ich wirklich aktiv schaue, sind die Marvel-Filme. Aber auch nur, weil mich da ein Kumpel überzeugt hat, dass ich das mal anschauen soll. ja. Der hat mich aber auch wirklich gut überzeugt, dass ich das anschaue. Ja, der hat wirklich mich mal bei sich eingeladen und haben wir mal für. Ja, da haben wir mal die erste Folge von dem Marvel-Film angeschaut. Den Iron Man haben wir da mal geschaut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ist eine gute Serie, kann man mal schauen, ja. Und dann habe ich halt mal weitergeschaut mit den Marvel-Filmen. Und dann am Ende habe ich dann wirklich bis zu Endgame durchgeschaut. Und spätestens bei Endgame da habe ich mich richtig gut bei ihm bedankt, dass er mich dazu genötigt hat, das anzuschauen. Weil Endgame war echt geil. Also Endgame, falls ihr das noch nicht gesehen habt, einfach mal anschauen. Aber wenn ihr Endgame schaut, dann müsst ihr auch die anderen Sachen vorher schauen, ne? Also so Serien, also auch die anderen Marvel-Filme. Weil sonst macht es keinen Sinn. Endgame kann man wirklich nur schauen, wenn man alle Marvel-Filme vorher gesehen hat. Jetzt baue ich hier tatsächlich hier ein Iglu auf. Unglaublich. Ich habe noch nie ein Iglu gebaut in Minecraft. Oder habe ich schon mal ein Iglu gebaut? Ja, doch, kann sein, dass ich schon mal ein Iglu gebaut habe, aber wirklich nur ein ganz laienhaftes Iglu. So. So, ich glaube, das passt. Jetzt bauen wir mal hier die Decke. Ich sollte hier vielleicht noch. Warte, ich habe keine Fackeln. Das ist ein Problem, wenn ich jetzt hier keine Fackeln habe. Dann sollte ich mir vielleicht noch einen Ofen schnell bauen. Nicht, dass da irgendwelche Kreaturen in meinem Haus spawnen. Na, dann gehe ich nach Hause, will mich in mein Bett verziehen und dann steht auf einmal ein Zombie hinter mir, während ich hier mein Nickerchen machen möchte. So, nehmen wir mal ein bisschen da und dann machen wir uns ein bisschen Holzkohle draus. Für ein paar Fackeln. Denn bald wird's Nacht und wenn die Abenddämmerung da ist, ne, dann haben wir ja ausgemacht. Dann schalte ich den Modus auf einfach. Das wechseln wir jetzt quasi immer ab. So, ich hoffe nur, dass die Fackeln das Eis jetzt nicht schmelzen lassen. Ich habe keine Ahnung, wie Schnee reagiert auf andere Blöcke, sage ich jetzt mal. So. Übrigens, was die Länge der Videos angeht, ich werde mir so vornehmen, dass jeder Minecraft-Part etwa eine Stunde dauern wird und Minecraft soll es auch immer am Samstag geben. Also ja, genau. Jeden Samstag soll es da Minecraft geben, voraussichtlich. Und insgesamt werden wir 2022 ungefähr 50 Minecraft-Parts dann haben. Genau, und die nächsten 50 Parts, die gibt es dann im nächsten Jahr. So, jetzt machen wir uns hier noch die letzten Blöcke und dann schalte ich gleich auf Abenteuermodus um. Ja, die Sonne geht unter. Dann platzieren wir noch die Werkbank da rein und jetzt noch hier ein bisschen paar Türen rein. Okay. Gut, das ist jetzt unsere Behausung für diese Nacht.
Wir sollten mal schauen, irgendwie nach Schafen oder so. Nicht, dass da dann Phantome auftauchen. So, dann schalten wir um auf einfach. Die Sonne geht unter. Jetzt machen wir uns erstmal hier ein Schwert aus Stein. Und dann können wir ja ein bisschen auf Monsterjagd gehen. Nicht genug Fichtenholzbretter. Gut, dann lagern wir das ganze Zeug hier rein. So, und dann geht's auf zur Jagd. Ruh. Ruh. Janka. Janka jagen wollen feindliche Gegner. Schneeball. Schneeball gut. Tief, hier geht's tief runter. Alter, seht euch das an. Richtig schön. Wow. Vielleicht mache ich hier so eine Aussichtsplattform oder so, wenn ich mal genug Holz habe. Das. Herrlich, einfach herrlich. Oh, schön, wunderschön. Vielleicht sollte ich mein Haus markieren, nicht, also gerade hier in dem Schnee, das ist äußerst schwierig, das Haus zu finden. Ich glaube, ich nehme mal die Erde mit und markiere hier so ein und baue hier so einen Kackstift hin, dass wir das wiederfinden. Okay, jetzt ist bloß die Frage, wie kommen wir dann wieder runter? Ich mache mir sowas hier. Gut, ja, jetzt ist die Nacht angebrochen und gleich kommen die feindlichen Monster. Aua, mein Knie. Das tut weh. So, dann schauen wir mal. Gehen wir mal auf Monsterjagd. Mit unseren drei Herzchen. Besser nicht. Ich glaube, ich gehe nach Hause. So, ich verharre jetzt hier. Und gönn mir einen Apfel. Irgendwie ist es mir ein bisschen zu dunkel. Ich muss das mal ein bisschen heller. Grafikeinstellungen. Helligkeit ist schon auf 100%. Geht es nicht ein bisschen noch heller? Weil der Shader ist schon ganz nice, aber schon ein bisschen dunkel. Naja, egal. Gehen wir auf Monsterjagd. Da ist doch keiner. Was ist da oben? Also Gebirge ist ganz gefährlich, was Monster angeht, ne? Weil die können von allen Seiten jetzt uns angreifen. Boah, Wasserfall. Alter, hier geht's richtig, richtig scharf runter. Jetzt sind wir hier bei der Baumgrenze. Da drüben ist, hat sich irgendwas bewegt. War das eine Spinne oder sowas? Alter, seht euch das Gebiet an. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist realistisch, ich muss sagen.
Diese Welt hier ist richtig realistisch, weil es gibt wirklich solche krassen Gebiete, ja. Tja, jetzt habe ich nur ein paar Herzchen. Ich könnte jetzt hier verharren, bis ich sterbe. Tja, was mache ich jetzt? Ich bin hier lost. Lost in the Klippengebiet, Gebirgegebiet. Ach, schön, der Mondschein. Geh mal da lang, hier war ja die Spinne gerade eben. Lass uns von der Spinne jagen. Ich glaube, wir sterben, ohne dass wir jetzt hier von einem Monster gekillt werden. Einfach wegen dem ganzen Fallschaden, den wir da jetzt kriegen. Boah! Enderman! Ah, ja, kill mich! Kill mich! Entschuldigung, dass ich dich angeschaut habe. Kommt nicht wieder vor. Huch, wo bin ich denn jetzt hier? Hä? Das ist doch nicht unser Spawn-Gebiet. Oh. Oh, hallo Skelett. Ah, Creeper. Wo kam der denn her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mini-Zombie. Alter, jetzt sind hier die Wahnsinnigen unterwegs. Lass mich in Ruhe. Ich bin unbewaffnet. Stopp. Stop shooting me. Aua. Ah. Naja, immerhin weiß ich, wo mein Haus ist. Das ist schon mal ein kleiner Trost. Ey da, geh weg da. Hallo, Creeper. Oh. Lauter Wahnsinnige hier! Alter, der jagt mich. Gleich bin ich nochmal tot. Ja. So viel zum Thema. Das ist echt ein Problem mit diesen Höhen. Der Cliff sieht schön und gut, aber wie soll ich mich bewegen? Und ein kleiner Lag. Friss meine Faust. Ist das ein Creeper? Das ist ein Creeper. Hallo Creeper. Creeper, kannst du vielleicht Boom machen? Hier, jag den Ding. Wie suchst du denn aus? So, jag deinen Kollegen in die Luft, genau. Ich bin Bruce Lee. Hurra! Und nimm das. Hurra! 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 Da! Da! Monsterjäger. Erstes Achievement. Nee. Erstes Achievement, was den Kampf angeht. So, jetzt haben wir hier ein Herzchen. Och, Herzchen. Wie geht's dir denn so? Ich habe ihnen das Herz geklaut. Ah! Skelett! Skelette sind fies, weil die kannst du ohne ein Schild nicht so richtig bekämpfen. Hier, fall in den Abgrund. Ohne Möglichkeit, Feinde zu killen. Einfach in den Abgrund werfen. So, sonst noch jemand? Da drüben ist eine Spinne. Da ist wieder so ein Creeper-Man. Ja, hör auf, mich zu trollen. Aua. Warum kämpfe ich gegen die NPCs, die Mobs, wenn ich überhaupt keine Waffen habe? Naja, ich will euch was beweisen, das ist das. Und jetzt zeige ich euch, dass ich euch was beweisen will, indem ich jetzt gegen diese böse Killerspinne nicht kämpfe.
Hier ist echt flaches Gebiet. Vielleicht wäre dieser Ort hier besser für, geeignet für. Und lag! Böse Spinne, lass mich in Ruhe! Ich lagge, wenn ich lagge, darfst du mich nicht angreifen. So, jetzt habe ich Seide bekommen. Seide! So, gleich sterben diese Wahnsinnigen. Weil die Sonne gleich aufgetaucht ist. Und ich lagge immer noch. Sag mal, die ganze Zeit liefst du super und jetzt fängt es zum Laggen an. Naja, vielleicht liegt es an den NPCs. Das könnte echt sein, weil die nehmen schon ein bisschen Leistung weg, glaube ich, ne? Ich hätte hier mein Iglu bauen sollen. Hier ist besser. Da ist es nicht so bergig wie woanders. Vielleicht verlege ich mein Haus hier hin. Hier ist zwar kein Wald, aber ich kann mir ja selber einen Wald bauen, theoretisch. So, jetzt sehen wir hier die ganzen Bösewichte da verbrennen. Oh, der ist schlau, der versteckt sich da im Schatten. Cleverer Mann, kluger Mann, kluger Mann, Skelett, kluger Mann. Und nicht gleich tot, weil ich keine Leben mehr habe. Für Fallschaden. Der lauert da schon. Irgendwann kommt er her und dann schieße ich ihn ab, diesen Wichser. So denkt er gerade. Ja, wobei, ich glaube, mit dem Modus muss ich echt wirklich herumexperimentieren. Ich meine, wir waren jetzt die ganze Nacht hier irgendwie auf der Flucht und haben nicht wirklich was Produktives gemacht, ja. Vielleicht muss ich hier wirklich, da muss ich mir wirklich was einfallen lassen, wie ich das mache. vielleicht mache ich da eine Stelle da. Ja. Wie gesagt, ich überlege mir da noch was und dann teile ich euch das dann im nächsten Part mit. Alter, wie ist, ey, das habe ich jetzt nicht erstellt, aber das sieht ziemlich interessant aus. Hier so eine Planke mitten im Nichts. Alter, wenn man da runterfällt, dann war es das für einen. Da ist die Bergziege schon wieder. Die Bergziege. Wo ist eigentlich mein Haus? Ich habe keine Ahnung. Wo war denn mein Haus? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo runter, ne? Oder? Hier. Hier müssen wir, glaube ich, runter. Und ich hänge im Schnee fest. Ich erfriere, kann das sein? Tatsache, ich erfriere. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Oh, ich erfriere. Mir ist so kalt. Oh. Janka Kakimoto ist erfroren. Seit wann gibt es das mit diesem Erfrieren? Cool, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Interessant. Oh, da ist ein Creeper da unten. Jetzt mal ohne Irrsinn, ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Ich weiß nicht mal, wo mein Haus ist. Ah! Ah! Du, es ist Tag. Du darfst mich nicht angreifen. Das ist gegen das Minecraft-Gesetz aus 2009. Aha, weil da so ein dunkler Abhang ist, deswegen. Na toll. Irgendwie. Ah! Ah! Nein! Ah! Okay, wie oft sind wir jetzt bereits gestorben? Ein paar Mal. Ich glaube, hier müssen wir hinlangen, kann das sein? Ich glaube, die Leute hatten recht, als sie in den Kommentaren geschrieben haben,
Du kannst dich Minecraft spielen. Ach, da hinten ist mein Hause. Zuhause. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt hier erfrieren können in diesem Gebiet, wie kann man sich davor schützen? Ich kenne es nicht, das mit dem Erfrieren, das ist mir neu. So, weiß nicht, muss man da irgendwie so ein Lagerfeuer bauen oder sowas, dass man sich da wärmen kann? Oder wie schützt man sich davor? Ich habe keine Ahnung. So, egal. Jedenfalls, jetzt fange ich ein bisschen an, hier was zu bauen hier. Jetzt schalte ich mal wieder oben auf einfach, ne, das ist... Okay, Baumodus. Keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Einfachspieler. Ich bin der, der auf Peaceful seine Hütten baut und dann den Leuten sagt, hey, das habe ich alles gebaut. Auf einfach, auf Peaceful. Ich bin nicht so derjenige, der immer im Einfachmodus hier, beziehungsweise im Normalmodus spielt, bis, ja, bis alles passt. Ich meine, zerklüftet ist eh schon problematisch, weil hier lauter Fallschaden da ist, ne? Das macht es etwas schwieriger. Gleich fange ich an zum Jodeln. Ja, du liebst die! Ja, du liebst die! Ja, du liebst die! Ja, du liebst die! War das schön? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich weniger. Wahrscheinlich war es Katastrophe. Alle Zuschauer schauen weg. Ja, ich muss mir echt was einfallen lassen, wie wir das machen. Am liebsten würde ich es echt so spielen, dass ich, wenn ich sage Baumodus, dass wir dann in Ruhe bauen und dann Adventure-Modus, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, auf Abenteuersuche gehen, ja. So wäre es mir echt am liebsten. Aber jetzt mich dazu nötigen, selber dazu, dass ich da was mache. Ich finde da, ja, habe ich jetzt auch gerade gemerkt, da... Da versuche ich da ein bisschen herumzukommen, ja. Also wenn ich jetzt wirklich mich zwinge, wirklich aktiv hier herumzulaufen, dann wird daraus nichts, ja. Dann sterbe ich mit Absicht und das ist ja dann auch nicht das, was ihr sehen wollt, ja. Ich meine, dann laufe ich hier rum, sterbe und dann war es das auch, ja. Also wirklich einen Sinn macht es jetzt eigentlich nichts, wenn ich mich selber dazu zwinge, herumzulaufen, ja. Ja, ich mache es echt so, dass wenn ich sage hier Baumodus, dann aktiviere ich den Baumodus. Ich meine, wir spielen hier eh oft zerklüftet und da ist es echt problematisch, wenn man irgendwie angegriffen wird von irgendwelchen Leuten. Und jetzt fängt es ja an zu schneien. Gleich ist hier wieder alles voller Schnee. Dann können wir weitere Iglus bauen. Yay. Und ich glaube, das ist eh so problematisch mit diesem Erfrieren. Vielleicht wird hier alles wieder... Ja, ihr seht, jetzt wird hier alles wieder vollgeschneit. Ich glaube, ich ersetze jetzt mein Iglu durch eine Holzhütte demnächst. Ja, da haben wir ja mittlerweile... Jetzt kann ich hier ein bisschen anfangen, das Gebiet hier zu terraformen. Dass wir immer eine gescheite... flache Landschaft haben. So ungefähr. Ja, ich glaube, ich mache es echt so. Wenn ich baue, dann baue ich. Weil sonst hat das Let's Play kein Erfolg, dann laufe ich hier wirklich nur sinnlos rum und mache gar nichts, ja. Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Genau, wie gesagt, aktuell sind wir im Baumodus. Da wird gebaut. Und wenn ich sage Survival-Modus, dann gehen wir auf
Schatzsuche. So, genau. Im Baumodus setze ich die Regeln so, dass wir ausschließlich bauen und terraformen und uns vielleicht ein paar Ressourcen craften. Wir gehen aber nicht in Höhlen und sammeln irgendwelche Rohstoffe, ja. Das machen wir nicht im Baumodus. Das machen wir nur im Überlebensmodus. Genau. Also im Baumodus wird ausschließlich gebaut und Rohstoffe hergestellt, gecraftet. Und, ja. Genau. Und im Abenteuermodus, da wird halt quasi Höhlen erforscht und so. Genau. Genau, das machen wir. So, dann. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt schon aufgenommen? Haben wir schon die Stunde? Ich muss beim nächsten Mal eine Stoppuhr setzen. Ja gut, dieses Mal kann ich ein bisschen länger vielleicht machen, weil es der erste Part nach 8, 9 Jahren ist, ja. Was passiert eigentlich, wenn ich einen Schneeball verbrenne? Passiert nichts. Schade, dass es keine Wasserblöcke gibt oder so. Ja, das so, die so funktionieren wie Eimer quasi. Ja, okay, jetzt passt der Schnee überhaupt nicht mehr dran, ne? Ich fange jetzt an, da ein Haus hinzubauen statt dieses Iglu. Ungefähr mit der Höhe. So, und ich suche dann auch bis zum nächsten Part suche ich dann auch ein paar Gebäude, die wir dann vielleicht nachbauen können im Internet. Dann zeige ich euch mal einen Screenshot oder ein Bild blende ich euch ein und dann baue ich das quasi nach. Genau, jetzt bauen wir hier erstmal so eine Wikingerhütte, kann man das sagen? Keine Ahnung. Halt so ein Holz. So eine Holzhütte. So eine Holzfällerhütte, kann man sagen. Genau. So, wir brauchen mehr Stammholz von diesem Ding. So. Das ist echt blöd, dass ich da. Ich finde diese Timber Mod. Kennt ihr noch die Timber Mod? Gibt es die überhaupt noch? Ne, also die Timber Mod ist ja die Mod, mit der man quasi, wenn man Bäume fällt, dass der Baum dann komplett weg ist. Sowas fehlt bis zum heutigen Minecraft eigentlich, ja. Also, ich meine, das ist ja auch unlogisch, dass wenn man hier so einen Baum angreift. Ja. Eigentlich müsste der Baum komplett weg sein. Das wäre echt eine Erleichterung, so, ja. Weil sonst muss man sich hier immer hochstapeln und den Baum dann quasi. Also ich finde, da könnten die wirklich das so regeln, dass wenn man einen Baum abholzt, der von Natur aus wächst, dass der dann quasi weg ist, wenn man den ersten Stamm da, den untersten entfernt. So, dann hat man das soweit. Vielleicht wäre es besser, wenn ich dieses Holz so quer stelle, dass das quasi ein bisschen Individualität bekommt. Jetzt brauche ich, glaube ich, eine neue Axt. By the way, man hat auch die Möglichkeit, sich hier die Rezepte anzeigen zu lassen. Dann muss man sie nicht immer sich zurechtlegen. Da kann man einfach sagen, hey, ich hätte gerne eine Steinaxt. Und dann nimmt man sich das einfach hier und dann nimmt man es hier sich raus. Das ist viel. Ja, das ist quasi Quality of Life oder wie nennt man das? Quasi Luxus. Und jetzt baue ich das Ganze so, dass der Stamm quer liegt. Dann sieht das, glaube ich, auch ein bisschen schöner aus. Ja, das mache ich dann bei den oberen Dingern auch.
Theoretisch kann man hier sogar den Schnee benutzen, beziehungsweise diese Schneeblock, weiße Wolle. Interessant. So. Dann kommen wir hier mal Schneeblöcke ohne Ende. Schneeblöcke. Oh, so einfach. Ach, dieser blöde Schnee. Warum muss es jetzt ausgerechnet jetzt, wo ich hier baue, schneien? Naja, egal. So. Nein. Ach, verdammt, jetzt habe ich den falsch platziert. Dahin. So, zack, zack, zack. Zack. Okay, es ist auch so, wenn man Schnee so abbaut, dann kriegt man keine Schneeblöcke oder Schneebälle. Ja, sieht jetzt sehr komisch aus. Hier so ein Haus mit so Schnee da drin. Ja, könnte man meinen, es hätte man so Schnee geschippt und man wüsste nicht, wo der ganze Schnee hin soll. Ja, dann tut man ihn einfach in irgend so eine Hütte rein. Hauptsache weg ist der Schnee, ja. Hauptsache weg mit dem Scheiß, wenn er irgendwie Schnee schippen tut, ja. Einfach auf die Straße. Sollen die Autos den Schnee zertreten? So, zack, zack, zack. Alles klar, dann hier passt das Gerüst auch so weit. Dann fehlt es. Alter, ich habe hier ständig solche Framerate-Einbrüche gelegentlich. Gut, also der Außenstamm steht schon mal. Aua. Oh. Dann kann ich ja jetzt die. Den Mantel quasi fertigstellen. Und ich habe das Gefühl, dass wir noch einiges Male diese Hütte hier umbauen werden. Das soll ja auch fürs Erste nur so ein, ja, so ein Übergang sein, dass wir schon mal eine Basis haben. Schaufel hier. Machen wir mal zwei, damit wir diesen ganzen Schnee da wegkriegen. Auf den Boden hier können wir weghauen. War eigentlich sinnlos, dass ich den gebaut habe, aber mei. Ich dachte, es sieht halt gut aus, aber das sieht mir ehrlich gesagt zu groß aus für ein Iglu. Also wenn ich hier wirklich ein Iglu haben möchte, dann müsste ich das wirklich kleiner bauen. Moment, ist jetzt die Tür kaputt? Nein, die ist nicht kaputt. Okay, ich dachte schon. Ah, oh, so viel Schnee, das ist. Oh Gott! Aber das passt zur jetzigen Jahreszeit. Vielleicht können wir ja auch ein bisschen hier so mehrere Basen in verschiedenen Biomen uns aufbauen. Und immer wenn irgendwie die Jahreszeit sich ändert im echten Leben, dann wechseln wir auch die Biome. Ja, dass wenn wir quasi im Winter dann im Winter hier sind und ja, im Sommer vielleicht in einem Strandbiom. Ja, im Frühling vielleicht in einem
Waldbiom oder so. Und im Sommer in einem Dschungel- oder im Wüstenbiom oder in einem Strandbiom. Im Herbst vielleicht so, keine Ahnung. So ein Fichtenwald oder was weiß ich. Oder so ein Mischwald. Ja, so ein Mischwaldbiom. Das nennt man dann Minecraft Four Seasons. So als Projektname. Okay. Mein Gott, so viel Schnee. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Schnee. Soll ich eine Truhe bauen nur mit Schnee? Nee, das ist blöd. Ist aber auch blöd, dass wir hier nur 16 Schneebälle jeweils stacken können. Was gibt es denn hier noch für Rezepte? Seelenlagerfeuer. Seelensand bräuchte man dafür. Ja, so ist es viel einfacher. Einfach ein paar Schneeblöcke herstellen und gut ist. So, hopp. So. Schade, dass es sowas nicht in echt gibt, dass man einfach so sich den Schnee nimmt und einfach so zusammenpresst in ein paar Schneeblöcke. Und den dann irgendwie verstaut, bis dann Sommer oder Frühling ist und man den dann auftauen lassen kann, ja, dass man Wasser hat. Ja, dann werden sämtliche Wasserprobleme in der Welt gelöst. Na, wahrscheinlich eher weniger. So, jetzt sehe ich hier mal das alles durch Erde setzen. Ach, es hat aufgehört zu schneien. Und die Sonne geht auf. Oh, ist das schön. Oh, das müssen wir erstmal genießen hier. Oh. Dieser Block hier, der stört hier. Dieser Block da, der macht die ganze Atmosphäre kaputt. Oh. Schön, erstmal was trinken. Ach. So, dann bauen wir noch unsere Hütte fertig und dann war's es auch für den ersten Part. Den nächsten Part gibt es dann nächsten Samstag wieder. Jedenfalls haben wir dann schon mal die erste Basis. Vielleicht gehen wir im nächsten Part ja dann in die erste Höhle rein und versuchen ein bisschen uns Geld zu holen. Geld, sage ich. Halt Eisen und so weiter. Eisen, Kohle. Halt, dass wir schon mal das Nötigste bei uns haben. So, okay, wir brauchen noch mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz, Sire. Oh, Stronghold. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Oh, schön. Ich muss hier echt mal irgendwann mal eine Aussichtsplattform machen. So mit Zäunen und so, mit einem riesigen Steg. Oh, wunderbar. Aber ich kann ehrlich gesagt kann ich verstehen, warum die Leute jetzt da wenig zerklüftet spielen als Spielmodus. Weil, ja. Weil die da eben sehr häufig wegen Fallschaden sterben. Aber man kann Minecraft ja Let's Playen, wie man möchte. Und ich bin halt so einer, der entspannt gerne bei Minecraft. Der baut sich in Ruhe auf, ja. Genießt die Landschaft. Entspannt sich beim Häuser bauen und ja, und wenn er Action will, dann geht er halt auf Monsterjagd. Und baut und sammelt dort seine Rohstoffe wie Eisen und Gold. Also wie gesagt, ich werde hier wahrscheinlich nicht auf leicht schalten, wenn ich hier baue.
weil ich hier wirklich meine Ruhe haben will und entspannen möchte, wenn ich hier baue, ja. Ich möchte jetzt nicht mit dem Druck leben, dass da jederzeit ein Creeper auftauchen kann, der dann mich hier wegbläst, mir einen Herzinfarkt gibt und ja. Und dann meine Base zerstört. Das mag ich eigentlich weniger. Ja, da chill ich lieber und baue mich hier in Ruhe auf. Und wenn ich irgendwie mal Action will, dann schalte ich halt einfach den Modus um. So, ich lasse hier bewusst noch ein paar Lücken frei, dass wir hier eventuell ein paar Fenster hinbauen können. Später, wenn wir Sand haben. Falls wir überhaupt zu Sand gelangen. So, aber es sieht so aus, als müssten wir hier jede Menge Terraforming betreiben. Ja, aber ich denke mal, bis hierhin können wir unsere Base schon mal hier hinbauen. Oh, wunderschön. Wunderschön. Was ist denn da unten eigentlich? Das ist irgendein NPC, irgendwie ein Tier ist das, ist da unten. Ist es ein Oktopus? Im Wasser vielleicht? Kann ich irgendwie mit Optifine ranzoomen? Gibt es da eine Möglichkeit dazu? Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. So, das sind jetzt die letzten Holzbretter. Gut, ja, und hier könnten wir theoretisch ein paar Fenster hinbauen. Ist halt ein Haus wie jedes andere auch. Ne? Also nichts Besonderes. Das Dach fehlt noch. Haben wir eigentlich Erde? Ja, Erde haben wir. Okay. Das wäre am einfachsten, wenn ich hier wirklich hier so hingehe und die Bäume von oben abbaue, statt von unten. So, dann hier hin. Ja, jetzt baue ich das mit der Schaufel ab. Ich bin so ein Genie. Hab 100 Let's Play Parts gemacht in Minecraft und ich baue immer noch Stämme mit Schaufeln ab. Oh Gott. So, jetzt auch hier. Ich glaube, es sollte man genug Holz haben, um das Haus fertig zu stellen. So, hier jede Menge Fichtenholzbretter. Ist jetzt im Prinzip eine Notbehausung, kann man sagen. Das wird noch schöner aussehen. Na, verdammt. So. Ja, damit ist unser Haus. Naja, fertig ist es jetzt nicht wirklich, aber es hat schon mindestens mal 4 Wände und darauf kommt es schon mal an. Ja, also, ja. Wir werden das auf jeden Fall noch erweitern. Und ich denke, das sollte es auch gewesen sein für den ersten Part nach ungefähr 8 Jahren. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part und ja. Im nächsten Part werde ich wahrscheinlich das Haus noch ein bisschen erweitern, ja, sammeln noch ein bisschen mehr Holz, baue vielleicht noch ein Dach hin und dann können wir schauen, wie wir das ganze Gebiet hier terraformen wollen. Ja, in dem Sinne, jetzt stelle ich mich hier hin, zeige euch noch mal den letzten Blick auf die schöne Landschaft und dann verabschiede ich mich für diesen Part. Bis dann, euer Janka. Ciao.